Wow, wer hätte gedacht, dass sie so einen schönen Look zaubern kann? Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ihr Lieben, heute ist der 22. Dezember. Das bedeutet, wir haben bald in 2 Tagen Weihnachten. Und ich und die liebe Claudia vom Kanal Claudia, mein Leben und mehr möchten euch gerne zu Weihnachten ein Weihnachts-Make-up zaubern. Ich persönlich finde, ein Weihnachts-Make-up sollte Gold, Glitzer, Glamour, Ohrringe, Schmuck, das alles sollte man ein bisschen so sich gönnen an den Tag, ja. Ja, und noch etwas nicht vergessen: Am 24. Dezember wird die Verlosung bekannt gegeben. Bitte Hashtag Palettenparty und bitte schreibt mir, woher ihr kommt. Denn ich muss langsam die Zettel auch machen, auch in den Lostopf schreiben und alles. Also ich würde es mir eine große Freude machen, wenn ihr heute kommentiert, woher ihr kommt. Claudia nimmt die Leute von Deutschland, ich nehme die Leute aus Österreich. Und somit werden wir am 24. den Gewinner bekannt geben. Und ich möchte noch etwas machen. Ich habe mir überlegt und ich habe auch die Claudia gefragt, ob es okay ist. Ich habe zufälligerweise diese Palette dreimal bekommen. Ja, und ich habe die Claudia gefragt, ob es okay ist, ob ich die einmal verlosen darf. Das heißt, ich habe jetzt noch 2 Paletten und sie hat gesagt, ja, selbstverständlich, wenn du 3 hast, kein Thema. Und deswegen möchte ich ein Extra-Los noch ziehen und möchte gerne diese Palette verlosen an jemanden aus Österreich, der schwer an Revol Loves Me drankommt. Ja, ihr Lieben, auch eine wunderschöne Weihnachtspalette mit ganz viel Gold und Glitzer. Ja, natürlich bekommt derjenige auch noch etwas, ein bisschen Pflege noch dazu und alles, was man halb so braucht, um ein schönes Weihnachts-Make-up zu zaubern. So, das wollte ich euch noch hinweg sagen. Ihr Lieben, wir werden heute die Palette von Catrice schminken. Ich finde, das ist eine wunderschöne Palette. Da sind sehr viele goldene Farben drinnen. Und ihr Lieben, das ist auch gleichzeitig ein Adventstütchen von der lieben Claudia. Das heißt, es kann sein, dass sie dann nach Weihnachten ein paar Tütchen nicht sehen wird. Eben deswegen, weil ich euch jetzt schon eine Tüte gezeigt habe. Und zwar ist das eine wunderschöne Palette. Gut, Packaging. Da braucht man nicht reden, dieses Gold und Glitzer. Aber schaut sich einmal an, diese wunderschöne Palette. Da kann man einen wunderschönen Weihnachtslook zaubern. Und ich weiß schon circa auch, welche Farben ich verwenden werde. Ja, und zusätzlich hat die Liebe mir von Catrice, das ist diese eigene Limited Edition, hat sie mir ein Limited Edition Blush Stick reingetan. All I want for Christmas ist pink. Okay, das heißt, wir werden den probieren und alles andere habe ich schon zu Hause gehabt. So, ihr Lieben, ich würde sagen, legen wir mal los. Ich habe eigentlich alles schon rauf, was ich brauche. Ja, das ist eine wunderschöne Palette, die ist sehr gut zugeklebt. So, zeige ich euch jetzt noch einmal. Wunderschön, ne? Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ja, und dann mache ich auch noch dann Frisur. Genau, ich werde heute in den Bereich schminken, in den grauen und in den goldenen, habe ich mir gedacht. Ja. Und dann würde ich sagen, let's go. Ich bin sehr gespannt, wie die Palette pigmentiert ist. So, und heute werde ich mir aber auch einen Spiegel nehmen. Und würde sagen, let's go. Schaut es euch mal an. Wunderschön. Wunderschöne Farbe. Also ich bin es von Catrice auch gar nicht anders gewöhnt, dass Catrice auch hat wirklich wunderschöne Qualität für wenig Geld. Wunderschön. Also das ist wieder mal so etwas, wo ich sage, Weihnachten kann kommen oder Weihnachten ist gerettet.
Ja, dieses Jahr sind so viele Leute krank, leider. Und viele Leute können auch kein Weihnachten feiern. Finde ich richtig schade. Schade, es ist irgendwie nicht mehr das, was es einmal war. Durch diese ganzen Krankheiten und diese ganzen Covid und alles, was es jetzt noch zusätzlich gekommen ist, also wirklich nicht lustig. Und ich finde es schade, letztes Weihnachten war bei uns auch nicht so toll und jetzt ja, sind auch sehr viele wieder krank. Und ja, also wenn irgendjemand krank ist oder im Spital liegt, dann ist das Weihnachten nicht mehr das, was es mal war, ne? Dann fehlt halt ein Mitglied. Und das ist dann immer irgendwie dann sehr, sehr auch traurig. So, jetzt können wir das ein bisschen da verblenden. Und ich habe dieses Jahr wirklich leider nicht geschafft, viele Kekse zu backen. Das liegt deswegen, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Weil wir waren jetzt fast 2 Wochen zu Hause. Also wir waren ständig krank, ständig Grippe, Kopfschmerzen, ja, also meine Stimme habt ihr wahrscheinlich ein paar Mal gehört, aber ich habe mich trotzdem vor der Kamera gesetzt, weil ich mir gedacht habe, gut, das bringt mich ein bisschen zu andere Gedanken, denn das ist ja mein Hobby und ich liebe ja mein Hobby sehr. Das ist irgendwie so ein bisschen mein Ausgleich vom täglichen Leben und ich bin auch froh, dass ich das habe, ja, damit ich mich auch hier auch schminken kann, ja, damit ich zeigen kann und solche Sachen. Ihr Lieben, wunderschön, gefällt mir jetzt richtig gut. Ich gehe jetzt in diesen goldenen Ton. Und der schaut sehr, sehr schön aus. Den werde ich mir jetzt hier mal in einen Liter geben. Also diese Palette ist wirklich wunderschön. Und diese Palette glitzert und hat wirklich sehr viel. Sehr viel schimmernde Farben, also richtig schöne Palette. Und da kann man richtig schöne Looks auch zaubern. Ich werde aber jetzt ein bisschen in diesen, ich zeige euch gleich den gehen und da werde ich mir ein bisschen hier noch ein bisschen eine Linie hier machen, damit das Ganze ein bisschen noch frecher ausschaut. Genau, das ist dieses ganz Grüne. Ich zeige euch es gleich. Und ganz wenig, damit es nicht dann wieder zu viel wird. Ich sage immer so, weniger ist mehr. Jetzt verblende ich das Ganze noch ganz gut. Dann schaut das wieder anders ein bisschen aus. Dann schaut das gleich freundlicher aus. So, jetzt werde ich mir aber hier ein bisschen mit den Weißen da reintupfen. Und das Weiße werde ich hier ein bisschen noch verblenden oben. Dann hat man hier noch ein bisschen so einen schönen Effekt. Ja, super. Gefällt mir. Richtig gut und jetzt werden wir einen Kajalstift unten noch raufgeben. Einen braunen werde ich aber heute verwenden. Das schaut dann ein bisschen
auch wieder an, dass wenn man den braunen gibt, also ein bisschen nur da. So. So, ihr Lieben, und jetzt werden wir die Wimperndusche raufgeben, die ich euch letztes Mal schon geschwärmt habe. Das ist diese, die einfach in Action war von der Marke Twist Up the Volumen. So. Und das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Wimperndusche. Ich kann sie euch wirklich ans Herz legen. So, jetzt werde ich nur ein bisschen noch reintupfen. Und natürlich auch unten ist ganz wichtig für Weihnachten, soll das Ganze auch ein bisschen natürlich auch frecher ausschauen, mehr Drama, würde ich sagen. Ne? Jo, ihr Lieben, schaut wirklich gut aus. Ich schaue noch ein bisschen sehr blass aus, weil ich heute ein gutes Ringlicht mir geholt habe von Hammer. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt, aber ich finde das Ringlicht wirklich viel besser, gerade jetzt, wenn es so dunkel wieder ist. So, jetzt möchten wir den Blush-Stick probieren. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass der Blush-Stick jetzt nicht zu pink ist. Ich werde mal ein bisschen wenig drauf geben. Und dann schauen wir mal, wie sich der tut. Der schaut so aus. Schaut interessant aus. Gut, dann werden wir so zwei Punkte machen. So. So, jetzt hätte ich mir ein Schwämmchen nehmen sollen. Ich probiere es mal, ob es mit dem geht, aber ich, na, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das mit dem so eine gute Idee ist. Und der ist schon ganz schön hartnäckig. Na, ich glaube, da braucht man schon ein Schwämmchen. Geht leider nichts anders. Ich komme gleich. So, ihr Lieben, der Blush war wirklich hartnäckig, aber ich habe gesagt, nicht mit mir. Ja, und jetzt habe ich mir auch gleich die Frisur machen lassen. Machen lassen, super, ja. Ich habe mir auch die Frisur im Badezimmer gleich gemacht, dass es ein bisschen besser ist im Bad. Also, ich bevorzuge sehr gerne hochgesteckte Frisur. Mit Spangen. Man kann das Ganze jetzt auch noch ein bisschen zum Beispiel auch kaschieren mit dieser wunderschönen, das ist eigentlich ja auch eine Kette, können wir dann drauf geben. Ne? Das Problem ist, das ist, die Kette ist mir leider, es ist eigentlich keine Kette gewesen, das war eigentlich so ein Haarreifen. Ne? Ja, den wollte ich zuerst nämlich auch verwenden. Nur die Blätter sind mir da ein bisschen abgerissen. Aber ich glaube, das kann man wieder reparieren. Aber ich sage jetzt einmal nur ein Beispiel. Man könnte jetzt hier eine Kette auch raufgeben. Dann schaut das alles wieder ganz, 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 ganz anders aus. Natürlich die Nagellack nicht in Blau, das ist eh klar. Ich würde einen roten bevorzugen. Ja, ihr Lieben, die Spange und das ist auch gleichzeitig mein Türchen Nummer 23. Ne? Also, ihr Lieben, danke, liebe Claudia, und ich werde schauen, dass ich das auf jeden Fall richte. Wenn man kann, das natürlich mit so einem Ringelchen nochmal antun und das ist kein Problem. Ja, ihr Lieben, jetzt möchte ich aber noch ein bisschen Glam und werde mir noch den Highlighter drauf geben. Das ist von Revolution Golden Light Beckett Highlighter Illuminator. Den habe ich mir beim kauft. Da möchte ich mir jetzt noch ein bisschen, also Highlighter zu Weihnachten sollte man drauf geben. Genau. So, jetzt aber habe ich noch von der Claudia
den Lippenstift bekommen. Und zwar ist das der Catrice Lippenstift. Ich glaube, es waren zwei. Und das ist einer, der sehr dunkel ist. Jetzt weiß ich nicht, ob der passt oder nicht, aber wir werden es einmal ausprobieren. Dafür bin ich ja da, um es zu testen. Ein guter Tipp von mir, macht sich immer hier so mal ein Herzerl. So können sie nicht patzen und ich finde, die Farbe passt super. Es ist auch schwer zu malen. Weil meine Lippen oben noch ein bisschen kaputt sind von der Kälte. Also von der. Ja, ich war vor 2 Wochen krank und die ganzen Lippen sind aufgesprungen. Super. Ein super tolles Weihnachts-Make-up. Das kleine schwarze oder eine weiße Bluse. Wichtig ist, bisschen Gold, bisschen Glamour. Also es ist ein perfekter Weihnachtslook. Also ich hätte ihn besser nicht hinkriegen sollen. Genau die Farbe, die ich noch verwendet habe, das zeige ich euch. Ich habe dann nämlich, die habe ich dann nämlich verwendet. Die Farbe habe ich dann da noch verwendet, damit das Ganze noch ein bisschen frecher ausschaut. Ja, ihr Lieben, also mir gefällt es super. Man könnte jetzt noch hier noch so zwei Locken sich machen, zum Beispiel mit dem Eisglätter, den ich euch einmal gezeigt habe auf Instagram. Ja, oder Haare offen lassen, glatt. Also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt, eine kleine Spange. Nur auch in Schwarz und goldene Kette. Es muss ja nicht immer jetzt ein Festkleid sein oder was. Ihr könnt es auch nur so eine Bluse, schwarze Leggings oder schwarze Hose, elegante. Perfekt, schwarz und gold sind die besten Freunde. Oder Silber, wenn ihr nicht Gold mögt. Ne? So, ihr Lieben, jetzt zeige ich euch noch das Türchen Nummer 22 von der lieben Claudia. Und dann sind wir fertig. Und ich bin wirklich gespannt auf dieses Weihnachten bei uns, weil, ja, wie gesagt, halb ein Familienmitglied ist gerade im Spital. Und ich hoffe es, dass sie es am Samstag schafft, noch mit uns am Tisch zu sitzen. Das wäre so mein Wunsch. Ihr Lieben, das Türchen Nummer 22 von der Claudia. Ich habe von ihr bekommen von Revolution eine Palette. Das ist dieses Game of the Throne. Das sind wunderschöne blaue Farben. Sehr schön. Also wenn man blau braucht, greife ich wirklich gerne jetzt zu der. Und das sind richtig schöne Farben. Schöne blaue Farben. Ich liebe ja blau. Und schaut euch ja mal an, ich gebe mal das Schild weg. Schaut euch mal an, wie schön das sind. Also diese Farbe, also sind wirklich schöne Farben. Vielleicht schminken wir uns ja auch mal mit der. Muss man schauen, was die Claudia jetzt so auch hat an Paletten. Aber für 2023 werden wir auf jeden Fall ganz, ganz viele Paletten jetzt auch gemeinsam haben durch den Adventskalender. Ihr Lieben, das ist nicht alles, denn die hat mir ein kleines Täschchen auch dazu gegeben von The Game of the Throne. Und drinnen, schauen wir mal gleich. Ui, das ist was Schönes. Da innen drinnen befindet sich ein Revolution-Schwamm. Ein Revolution-Schwamm, da steht sogar auch Revolution dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und es befindet sich hier ein kleiner Thron. Deswegen heißt es Game of the Throne. Ist das nicht süß? Also ich finde das richtig süß. Gefällt mir richtig gut. Ja, Liebes, ich danke dir von ganzem Herzen für so einen schönen Thron. Also das ist wieder etwas, wo man sagt, das gehört auf den Schminktisch. Wunderschön. So, ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt. Nicht vergessen, Hashtag Palettenparty, nicht vergessen, woher ihr kommt. Und ich würde sagen,
Ich lasse euch jetzt einen wunderschönen Tag noch abklingen oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal zu Claudia rüber, was sie gezaubert hat.